Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Ich bin jetzt schon mal hier Richtung dieses Teils hier gefahren und habe dann noch zwei, drei Sicherungen gesammelt auf dem Weg. Oder vier, oder fünf, keine Ahnung. Ich glaube vier waren es und jetzt gehen wir hier einfach mal rein. Haben immer noch keine Munition, ich weiß, das ist eine schlechte Idee. Die Zeit für Verhandlung ist längst. Gut, das ging relativ fix. Gut. Vielleicht sollte ich mal meine Waffe wegstecken. Mein Auto holen. Beziehungsweise erstmal hier. Ich brauche Nachschub in Point Verdun. Komme schon, nur einen Augenblick. Oh, das ist auch ein schöner Wagen. Ist das nicht mein Wagen? Ich glaube schon. Hallo, ich bin hier. Gott. Man geht erst mit Ampel, der Ficker. Gut, einfach Munition voll kaufen. Ganz schön teuer. Ja, und ansonsten Molotovs kann ich noch kaufen. Aber sind schon voll gut. Dann jetzt noch vielleicht ein härteren Spritz kann ich mir auch kaufen. Ich habe das. Oh Gott, ist die toll. Ich kaufe nie nochmal. Bleib hier. Oh, ich, das ist cool. Das ist so wie mein Auto, aber meins ist nicht so. Meins ist kaputter. Autokampf. Zielauswahl F, linke Maustaste schalte. Gegnerische Fahrzeuge durch Rammen aus. Was? Was? Nicht die Cops rufen, auf der Scheiße. Warte, oh Gott. Oh, hier ist ja noch einer. Oh Gott, das sind die Falschen. Oh, meine Fresse, Alter! Diese scheiß NPCs mit den verfickten Karren! Die überfahren mich jedes verfickte Mal! Alter, ist doch beschissen! Vor allem, ich werde von ihnen weggeschoben, kriegt die ganze Zeit Schaden, anstatt dass es wie bei GTA so mal umgefahren wird und dann noch eine Chance hat, dass man nicht sofort tot ist. Nee, hier wird man einfach direkt weggeschoben und kann nichts machen dagegen. Willkommen in meiner bescheidenen Bude. Oh, jetzt bin ich auch. Wieso spawn ich denn hier hinten? Meine Fresse, ey. Okay, gut. Hier waren wir gerade. So. Haben wir noch Munition? Nicht wirklich. Egal, das schaffen wir schon. Sowas kotzt mich echt wieder jedes Mal an. Ich hasse sowas. Und einfach irgendwas im Spiel nicht so. Hallo. Jetzt mal gleich stehen. Nein, hallo. Was ist das? Ich brauch mal kurz dein Auto, Sugar. Sugar. Ruf bitte nicht die Cops. Wenn du was machst, bist du ein Idiot. Das hat sich besser funktioniert als vorher. Oh scheiße, die Cops. Jetzt sehen die das nicht.
Schaden zum Erreil. Was wollen wir noch nicht fertig machen? Wir wollen hier wirklich alles zerstören von denen. Der Geschäftsboss. Wenn du bereit bist, ihn auszuschalten, geh zu deiner Kontaktperson. Oder wenn du erst, ja, gut, erst Sondertüte. Das kennen wir ja eigentlich schon. Warum auch immer das jetzt nochmal angezeigt wird. Ja, das ist wahrscheinlich hier drin. Und dann zack, brechen wir das noch auf. Bam. Super realistic pillow. Okay. Gut, haben wir 6 Sicherungen, können wir 2 Sicherungskästen mitmachen, theoretisch. Das sieht echt geil aus hier mit der Straße und allem. Zum Glück fahren wir Cabrio. Okay, das wäre jetzt... Also okay, dann können wir jetzt hier mit dem Typen reden. Aber wir machen jetzt alles fertig, weil es cooler. Aber wie war das hier mit dem komischen Feind... Oh Gott, what the fuck? Mit dem feinen Fahrzeug? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie mache ich das nochmal? Y, ne? Reaktions, ja, ich weiß. Gut. Gut. What the fuck? Nein, die haben meinen Reifen zerschossen. Oh nein! Ah ne, ich bin schon zweimal gestorben durch einen Passanten und einmal durch den Kopf. Das heißt, den Kopf sind momentan die zweitschlimmsten Killer in diesem Spiel. Wieso kommen die hinterher? Ich weiß nicht, was von diesem Gleich... Oh, verfickte Scheiße. Okay, man kann echt nicht fahren mit so einem kaputten Reifen. Ich hau's zu Fuß aus, mir ist zu viel. Zum Glück haben die mich gesehen. Den einzigen Schwarzen, der hier mit einem Maschinengewehr durch die Stadt läuft. Puh. Gut. Polizeiflucht klappt schon mal gut zu Fuß. Besser als im scheiß Auto, wo die Reifen zerschossen sind, wo die scheiß Cops hinter dir sind. Was machen die Cops hier denn schon wieder? Ich muss nur den Playboy haben. Es ist die Polizeisuche jetzt vor. Ja, okay, meine Tastatur aufgehört zu leuchten. Das heißt, die Polizeisuche ist anscheinend vorbei.
Okay, wie komme ich jetzt am besten rein? Ohne dass die Kost mich umbringen? Sieht aus wie gar nicht. Was macht die da alle? Und ich kann im Ernst, ich kann hier nicht rüberspringen. Das war eine ganz, ganz schlechte Idee, reinzugehen. Ah, für das Bild hat es gelohnt. Das war ein hübsches Bild. Komm ich hier rein? Nein. Und hier rüber? Auch nicht. Oh, fuck. Wie viel sind denn das? Ah! Na, was, Joel? Wie viel kommst du denn hier? Oh Gott. Gut, gut. Das ist eine ganz schlechte Idee, reinzugehen. Und wieder halbes Geld weg, was ich verdient habe. Nice. Gott, ey, das. Nee, das sollte man irgendwie anders machen mit dem Geld speichern. Das ist scheiße, wenn man das nur an einem Ort machen kann. Wahrscheinlich kennst du irgendwie über. Also. Nee. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Danke für die Nachfrage. So. Mein Auto ist auch weg. Gut, was können wir als nächstes machen? Als nächstes können wir hier hingehen. Da können wir sogar zu Fuß gehen, wenn wir kein Auto finden auf die Schnelle. Aber wir brauchen sowieso Munition, weil ich alles verschossen habe. Ich habe ein paar Cops angeschossen gerade. Was nicht gut geklappt hat. Sehr gut. Ja, mich so in die Tür rein. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Also dreckig die Autos, wenn die alle sauber werden, dann würde ich auch fahren, aber die sind also. Das ist wahrscheinlich wieder dieser. Da ist wahrscheinlich wieder der Laden. Okay, da hinten sind wieder Cops. Das heißt, da soll ich vielleicht nicht direkt hinlaufen. Ich werde es wahrscheinlich sowieso machen. Kann ich das nicht kaputt schlagen? Okay. Achso, das kaputt schlagen? Hä? Habe ich das? Das habe ich doch. Habe ich das schon gemacht? Das gehört zu. Das da ist das Schutzgeld eintreiben und das zu dem Fleischereibetrieb da. Und das hier gehört jetzt noch zu den. Schwarzbrennen von Alkohol. Und ich scheiß Autos auch noch, dass ich irgendwie mal entscheiden würden, in die Richtung zu fahren, die ich will, dann würde ich vielleicht noch einen Kurven rumkommen. Gut, das war's dann mit dem Auto. Und komme ich jetzt noch irgendwie raus? Na, da haben Steg vielleicht. Der Steg sieht gut aus. Gehen wir erstmal zum Steg. Zum Beispiel schwimmen, weil wir nicht gehen können, weil wir im Wasser sind. Okay, gut. Auch nicht? Das wäre jetzt echt scheiße, wenn ich nicht mal rauskommen. Das ist mir ganz im Ernst, was für eine Scheiße. Wieso komme ich nicht raus aus dem Wasser? Hä, was zur Hölle?
Man muss hier irgendwie aus dem Wasser rauskommen. Man kann ja auch einfach so reinfallen. Das ist nicht, dass ich hier. Oh Gott. Okay. Welche Richtung könnte ich denn? Ich geh doch aus dem Wasser raus. Was machst du denn? Wieso? Kann ich irgendwie Schnellreise machen? Abschlussliste. Ziele. Ach so, ich muss das Gras an mich bringen. Ach so, ich muss da unten irgendwo hin. So, gut. Darauf habe ich gar keine Lust jetzt gerade. Ich will jetzt erstmal lieber aus dem Wasser rauskommen. Oh Gott, da hinten. Vielleicht, mit Glück. Kann ich hier das Ziel nochmal ändern? In. Nee. Und was will ich das? Nein. Ja, wir wollen noch schwarz brennen. Ja, gut. Wenn ich da jetzt nicht rauskomme, dann wäre ich echt sauer. Also, das ist doch echt beschissen gemacht, dass man nicht hier einfach so aus dem Brand rausgehen kann. Also. Okay, das ist ein Dreckspiel. Also, das ist wirklich komplett beschissen. Du kommst nicht aus dem Wasser raus. Gut, dann würde ich sagen, ich beende sehr schön den Part, weil ich hier schon wieder sauer bin auf das Spiel. Und dann im nächsten Part sehen wir uns weiter, wenn wir weiter mit dem Spiel machen.